Willkommen! Heute beschäftigen wir uns mit den quadratischen Ungleichungen. Das klingt kompliziert. In Wirklichkeit ist es aber ganz einfach. Lass uns einige Aufgaben lösen. Und ihr seht dann, dass die Lösung etwas anders als von den quadratischen Gleichungen ist. Lass uns die Ungleichung x hoch 2 plus 3 mal x größer als 10 lösen. Und denk daran, dass es eine Ungleichung ist. Wir versuchen manchmal quadratische Ungleichungen wie die lineare zu lösen, aber es funktioniert nie, weil die quadratische Ungleichung der Term x und der Term x hoch 2 hat. Ihr könnt sie aber zu einer Ausgangsform umformen, das heißt, alle Termen auf eine und 0 auf die andere Seite bringen. Ihr könnt die dann entweder faktorisieren oder wie eine quadratische Gleichung lösen. Lass uns anfangen. Es ist ziemlich einfach. Wir subtrahieren einfach 10 von beiden Seiten und erhalten x hoch 2 plus 3 mal x minus 10 größer 0 ist. Nun wollen wir sehen, ob wir es faktorisieren können. Gibt es zwei Zahlen, das beim Multiplizieren minus 10 und beim Addieren 3 ergeben? Ja, plus 5 und minus 2. Ich glaube, dass ihr bereits wisst, wie man faktorisiert. Und ich hoffe, dass für euch es offensichtlich ist. Also, x plus 5 mal x minus 2 größer 0 ist. Dieser Teil kann schwieriger als die herkömmliche Aufgabe der Faktorisierung sein. Wir haben hier zwei Zahlen. Ich glaube, ihr seht sie, x plus 5. Ich sehe sie als eine Zahl an. Man kann ja auch sagen, dass wir hier zwei Aussagen haben. X plus 5 und x minus 2. Beim Multiplizieren erhalten wir einen Term, der etwas größer als 0 ist. Jetzt lasst uns darüber nachdenken, was beim Multiplizieren von Zahlen passiert. Beim Multiplizieren von positiven Zahlen erhalten wir eine positive Zahl. Und beim Multiplizieren von negativen Zahlen erhalten wir auch eine positive Zahl. Jetzt wissen wir also, dass die beiden Aussagen größer als 0, das heißt positiv sind. Oder wir wissen, dass beide negativ sind. Es kommt ein bisschen verwirrend vor, aber denkt ihr einfach darüber nach. Ich werde jetzt hier etwas ändern. Wenn ich sage, dass a mal b größer 0 ist, dann wissen wir, dass a größer als 0 und b größer als 0 ist. Das bedeutet, dass die beide positiv sind oder dass a kleiner 0 und b kleiner 0 sind. In diesem Fall bedeutet es, dass die beiden negativ sind. Wir wissen, dass die beiden das gleiche Vorzeichen haben sollen, damit das Ergebnis größer als 0 ist. Jetzt machen wir hier das Gleiche. Wir wissen, dass die beiden Zahlen positiv sind, also x plus 5 größer 0 ist und x minus 2 größer 0 ist. Jetzt ist es ein wenig verwirrend, aber wenn ihr euch mit dieser Aufgabe beschäftigt, dann könnt ihr es verstehen. Oder beide sind negativ, oder x plus 5 kleiner 0 und x minus 2 kleiner 0 sind. Ihr wisst, dass es immer noch unklar ist, also überlegt euch einfach, wir haben zwei Aussagen und die beiden sind entweder positiv oder negativ, weil ihr beim Multiplizieren eine Zahl erhaltet, die größer als 0 ist. Schauen wir uns diesen Teil. Hier steht, dass x größer minus 5 ist und x größer 2 ist. Wir haben 2 auf die beiden Seiten diese Ungleichung addiert. Oder wenn wir diesen Teil lösen, x kleiner als minus 5 ist und x kleiner 2 ist. Ich habe gerade diese beiden Ungleichungen aufgeklärt. Jetzt können wir die wirklich vereinfachen, weil es hier heißt, dass x größer minus 5 ist und x größer 2 ist. Für x größer als minus 5 und x größer 2 sagen wir einfach, dass x größer 2 ist. Weil wenn x größer 2 ist, dann ist x definitiv größer als minus 5. Oder wir können auch sagen, dass x kleiner als minus 5
und x kleiner 2 ist. Und wir wissen, dass wenn x kleiner minus 5 ist, dann ist eindeutig x kleiner 2. Deshalb können wir das auf x kleiner minus 5 vereinfachen. Um die Aufgabe zu lösen, sollen wir feststellen, ob x größer 2 oder kleiner minus 5 ist. Lass uns das auf dem Zahlenstrahl ansehen. Wenn 2 hier ist, kann x größer als 2 sein. Hier sind all diese Zahlen. Und wenn das minus 5 ist, dann hier x kleiner als minus 5. Hier sind die Zahlen, die die Bedingungen von dieser Ungleichung erfüllen. Die Überprüfung von der Lösung überlasse ich euch. Versuchen wir es anders. Ich hoffe, dass ich euch noch mehr verwirren kann. Nehmen wir an, dass minus x mal 2x minus 14 größer oder gleich 24. Zuerst wollen wir es zu einer Ausgangsform umformen. Wir erhalten minus 2x hoch 2 plus 14 mal x größer oder gleich 24. Ich habe gerade die Klammern aufgelöst. Mir gefallen die Koeffizienten vor dem x hoch 2 nicht. Also, lass uns die beiden Seiten dieser Gleichung durch minus 2 dividieren. Wir erhalten x hoch 2 minus 7x. Da wir die Ungleichung durch minus 2 dividiert haben, haben wir das Zeichen geändert. Wir haben größer oder gleich auf kleiner oder gleich geändert. 24 dividiert durch minus 2 ist minus 12. Jetzt können wir minus 12 auf die linke Seite der Gleichung bringen. Wir erhalten x hoch 2 minus 7x plus 12 kleiner oder groß 0 ist. Wir können dann die Ungleichung faktorisieren und wir erhalten dann x minus 3 mal x minus 4 kleiner oder gleich 0 ist. Und jetzt wissen wir, dass wir beim Multiplizieren von zwei Termen eine negative Zahl erhalten. Das bedeutet, dass diese Aussage unterschiedliche Zeichen haben. Richtig? Wenn ich sage, dass ich beim Multiplizieren von zwei Zahlen eine negative Zahl erhalte, das bedeutet, dass diese Zahlen unterschiedliche Zeichen haben. Es ist klar, dass x minus 3 kleiner oder gleich 0 und x minus 4 größer oder gleich 0 ist. Dies ist ein Beispiel und eine weitere Möglichkeit wäre, x minus 3 größer oder gleich 0 ist. Das bedeutet, dass x minus 3 eine positive Zahl ist und x minus 4 kleiner oder gleich 0 ist. Lass uns diese Aufgaben lösen. Hier steht, dass x kleiner oder gleich 3 ist und auch, dass x größer oder gleich 4 ist. Damit die beiden Ungleichungen wahr sind, muss x kleiner oder gleich 3 und größer oder gleich 4 sein. Gestattet mir die Frage, kann eine Zahl gleichzeitig kleiner oder gleich 3 und größer oder gleich 4 sein? Offensichtlich nicht. Also, wir verstehen, dass es unmöglich ist. Schauen wir uns diese Situation an. Wir sehen, dass x größer oder gleich 3 und kleiner oder gleich 4 ist. Kann das sein? Natürlich. Das bedeutet, dass x eine Zahl zwischen 3 und 4 ist. Lass uns das auf dem Zahlenstrahl zeichnen. Wenn das 3 ist, dann hier ist es 4. Und das ist größer oder gleich, deswegen füllen wir es auf. Und hier ist kleiner oder gleich und wir füllen es auch auf. Es stellt sich heraus, dass jede beliebige Zahl zwischen 3 und 4 die Bedingungen erfüllen kann. Und ihr könnt es selber überprüfen. Denkt ihr über die Multiplikation von zwei Aussagen nach, wenn ihr die negative Antwort erhaltet. Es bedeutet, dass die Aussagen verschiedene Zeichen haben. Wenn die Antwort positiv ist, dann können sie die gleiche Zeichen haben. Ihr solltet das logisch analysieren und dann wisst ihr, dass die Lösung jede Zahl zwischen 3 und 4 ist. Ich glaube, dass ihr jetzt bereit seid, um einige Aufgaben selber zu lösen. Viel Spaß!